Wer willst du als Immobilienmakler eigentlich wirklich sein? Wenn du ein Business machen willst, wie verdient mein Unternehmen Geld? Und was liefere ich den Kunden? Was ist eigentlich meine Arbeit? Und damit sind wir so wieder bei so einem Thema, wer will ich denn eigentlich sein? Und die Frage müssen sich die Leute da draußen wirklich stellen. Also meine Erfahrung ist, dass... Herzlich willkommen zur nächsten Immolution Podcast Folge. Heute mit dem Thema, wer willst du als Immobilienmakler eigentlich wirklich sein? Und das ist ein ziemlich spannendes Thema, weil wir sehr viele Gespräche führen und immer eine Frage stellen. Und zwar, was willst du ab heute in 12 Monaten erreicht haben? Und dann geht sehr häufig das riesengroße Ping-Pong-Spiel los mit ziemlich vielen unkonkreten Aussagen, Leon, oder? Das stimmt. Was ist denn da so deine Erfahrung? Also meine Erfahrung ist, dass sehr, sehr viele Leute, und ich würde jetzt schon fast behaupten, 60-70%, zumindest von den Leuten, mit denen ich im Call bin. Ne? Ich will jetzt nicht eine ganze Branche pauschalisieren und über einen Kamm scheren, aber so, dass meine Wahrnehmung, 60-70% der Leute wirklich probieren, mit allen möglichen Dingen irgendwie Umsatz zu machen. Und sich eben nicht auf eine konkrete Sache fokussieren und vor allem auch damit nicht positionieren in deren Markt, in deren Region. Hausverwaltungen, parallel zum Maklergeschäft, dann mache ich das Maklergeschäft, noch Gewerbeimmobilien, Kapitalanlagen und auch noch Bestandsimmobilien. Ach, dann kenne ich aber auch noch einen Bauträger, der gibt mir Aufträge. Also ganz viele verschiedene Sachen parallel zueinander. Dann biete ich auch noch übrigens das als Service parallel dazu an, auch die ganzen Häuser mit zu renovieren und so weiter. Also einfach keine, es ist keine Klarheit da. Es ist Verwirrung im Businessmodell vorhanden. Was glaubst du, was der Grund dafür ist? Oder was? Also ich glaube, es gibt mehrere Gründe dafür, aber ich glaube, es ist dieses, ich finde alles irgendwie interessant. Und ich will mich nicht final entscheiden, mit was ich Geld verdienen will, deshalb mache ich einfach alles. Also ich glaube einfach die Nichtwissenheit, wie ich mich richtig auf eine Sache fokussiere und wie ich das dann auch so groß aufbaue, dass ich auch nur diese eine Sache brauche. Ja. Also das könnte ein Grund sein. Also ich sehe das so, am Ende, wenn du ein Business machen willst, ja, also wenn man mal die Stunde Null nimmt, ja, die Stunde Null, also ich starte ein Business, dann ist es ja heute so, dass ich mir ganz klar darüber Gedanken machen muss, wie verdient mein Unternehmen Geld? Also wie gewinne ich Kunden? Und was liefere ich den Kunden? Was ist eigentlich meine Arbeit? Und damit sind wir so wieder bei so einem Thema, wer will ich denn eigentlich sein? Möchte ich als Makler, und die Frage müssen sich die Leute da draußen wirklich stellen, möchte ich Wohnimmobilien machen? Wohnimmobilien hat verschiedene Kategorien. Eigentumswohnung, Einfamilienhäuser. That's it. Mal ganz simpel gesagt. Möchte ich Gewerbemakler sein? Möchte ich Hausverwalter sein? Und viele kommen so wie die Jungfrau zum Kind. Da wird ihnen was angetragen und sagen, oh, das ist ja eigentlich ganz cool. Das könnte ich ja auch noch machen. Ja, unterschätzen aber auch, jetzt muss man natürlich auch so ein bisschen, das ist ja auch das Leben, ne? Unterschätzen aber die Arbeit, die damit einhergeht. Ne? Was ist alles, ist Aufwand. Das ist nicht einfach mal so schnell erledigt. Ja? Selbst eine Vermietung, wenn du es richtig cool machen willst, ist ja Arbeit. Das ist ja nicht einfach mal so, oh, by the way. Ja? Ja. Und ich habe irgendwann mal, also ich habe Vermietung gemacht, wirklich professionell organisiert, durchorganisiert, stramme, straffe Prozesse. So, dann kommst du auch irgendwann, wenn du genau hinschaust, kommst du zu dem Ergebnis, du musst eine bestimmte Anzahl von Vermietungen machen, zum Beispiel 100 im Jahr, dass das überhaupt wirtschaftlich ist. Oder nehmen wir das Beispiel Finanzierung. Ich spreche mit einem Kunden und sage, hey, wie viel hast du denn letztes Jahr als Finanzierer wirklich gemacht? So, kommende Zahl, XY, völlig wurscht. Und dann sage ich, also wenn ich das jetzt mal in verkauften Immobilien umrechne, sind das so und so viele Immobilien. Sagen wir mal, Beispiel jetzt, 3 Immobilien. Das heißt, ich verkaufe 3 Immobilien
und habe den Jahresumsatz oder 4 oder 5 Immobilien und habe den Jahresumsatz von einem durchschnittlichen Finanzierer. Ja. Da frage ich mich jetzt, wie viel Arbeit, wie viel Aufwand hast du gehabt, um die zu machen, diese Finanzierungen? Ja, habe ich so. Nebenbei. Habe ich so. Mhm. Aber was eben viele Menschen nicht sehen, ist ja, sie sehen den Ertrag, aber sie sehen nicht im Verhältnis die Zeit. Also die Zeit wird übrigens auch bei Selbstständigen, Leon, nicht betrachtet, was die Zeit für einen Kostenfaktor, unternehmerisch betrachtet, Kostenfaktor hat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel da sitze und mache ein Exposé selber. Ja. Ne, dann ist das zwar jetzt für den Moment, dauert nur ein Stündchen oder zwei, ne, und wenn du es wirklich richtig cool machen willst, ja, dann sind es auch mal schnell 3-4 Stunden mit allem Pipapo. Ja. Aber entschuldige mal, wenn du als Unternehmer, was weiß ich, sagen wir mal, 100 Euro die Stunde verdienen würdest, ja, dann sind das schon 300 Euro nur für der Unternehmer, der das selber macht. Das wäre so ungefähr so, wie wenn der Steuerberater sich hinsetzt und die Belege, die von dem Mandanten kommt, selber sortiert. Ja. Da sagt der Steuerberater, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich sortiere doch nicht die Belege selber. Ja. Da habe ich eine Mitarbeiterin für, die das macht, oder einen Mitarbeiter, ja. Ja, der das sortiert, also eine Buchhalterin, ja, die das macht. Und das ist etwas, was je mehr du dir auflädst, ne, je mehr du dir auflädst, umso weniger siehst du überhaupt noch das, was wirklich Ertrag bringt. Ja? Und wenn du dann mal hinschaust, wie viele Beurkundungen macht denn ein Makler im Durchschnitt bundesweit? Also wir reden hier von vielleicht 80.000, 90.000 Euro Umsatz im Jahr im Durchschnitt. Mhm. Und das ist ein Hobbyumsatz. Das ist ein Hobbyumsatz. Das muss man mal ganz klar sagen. Ja. So. Und ich glaube, wir sollten mal darüber reden. So, wenn du, lass uns noch mal gucken, schon einfach mit den Leuten. Wie fokussiert, wie klar, wie eindeutig aus deiner Sicht sind denn die Leute? 0%. 0%, kann man fast sagen, ja, ne? Ja, null. Also wirklich null. Ich bin auch keiner dieser Leute, die jetzt hier das Ganze politisch korrekt ausdrücken wollen. Einfach 0%, meiner Meinung nach. Also die wenigsten sind wirklich klar in dem, was sie tun sollen. Ja. Ja? So, und das ist übrigens auch wieder ganz interessant, dass Leute machen sich selbstständig, ohne eigentlich zu wissen, wie allumfänglich das eigentlich ist, was sie da tun müssen. Ja, 100%. Viele, also die meisten, bräuchten jemanden, der sie komplett anleitet. Jetzt machst du erstmal das. Dann machst du das, dann machst du das. Bevor du das nicht erledigt hast, fängst du das nicht an. Ja. Ne, von der Logik her. Und deshalb ist meine Aussage an der Stelle ganz klar, es muss erstmal jemand ganz klar sich committen auf das, womit er oder was er sein will. Ja. Ne, also zum Beispiel, ich bin Immobilienmakler für Wohnimmobilien. Ja. So, das heißt aber dann in dem Moment auch, ich fange jetzt nicht an, mich mit Gewerbeimmobilien, weil ich da jetzt vielleicht 5.000 Euro Provision bekommen kann, dann hole ich mir einen Partner, der schon erfahren ist im Bereich Gewerbeimmobilien, recherchiere den, investiere da gerne ein bisschen Zeit, der macht aber nur Gewerbeimmobilien. Mhm. Und dem sage ich, pass auf, ich habe hier und da mal einen Gewerbekunden, möchtest du das machen? Wollen wir da zusammenarbeiten? Wollen wir da kooperieren? Du hast bestimmt auch Leute, die Wohnimmobilien machen, du positionierst dich als Gewerbemakler, können wir doch super cool einen Share machen, ja, an der Stelle. Das wäre clever. Ja. Oder? Das wäre schlau. Also ich glaube, am Ende des Tages geht es ja eigentlich nur um eine Sache, jetzt mal übergeordnet. Eigentlich nur den richtigen Fokus auf die richtigen Dinge zu haben, oder? Darauf, ja, klar, können wir uns ja schon mal einigen. Weil es ist ja jetzt egal, ob das auch die Sache ist, die Entscheidung dafür, mit welches Business du konkret machen willst. Aber wenn du dich dann im Business entschieden hast, mal angenommen, ich sag jetzt, ich mache dann nur Wohnimmobilien, dann geht's ja da auch wieder los. Deshalb ist das Thema ja größer. Also was sind denn jetzt wirklich die umsatzbringenden Maßnahmen? Ne? Weil viele Leute, also in jedem Call sagt mir einer, ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit für nichts.
Aber dann frage ich mich, okay, warum gibt es denn dann Leute, die, weiß ich nicht, ein Vermögen von mehreren Milliarden haben? Also die müssen ja irgendwie ihre 24 Stunden besser investieren können, als du es kannst. Absolut. Ja, also es hat ja auch da wieder mit Fokus zu tun. Wo fokussiere ich meine Zeit? Welche sind die Dinge, die mich wirklich nach vorne bringen? Absolut. Ja? Aber hier hast du ja wieder einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Wenn du jetzt anfängst, du hast erstmal eine Sache, wo du sagst, ich muss die Quelle finden, wie ich an Kunden rankomme und dann Objekte verkaufe. Machen wir es mal ganz simpel. Um Geld zu verdienen. Also die Maschine anzuwerfen. Ein Auto fährt halt eben auch nur mit Benzin. Mhm. Und eine Firma läuft nur mit Geld. Ja. Ne? Mit Money. Also das heißt, du brauchst Money. Money ist Benzin für die Firma. Ja. Und das zweite ist, Mitarbeiter ist auch Benzin für die Firma. Ja, weil du musst halt nicht immer alles selber machen. Ja? Ja. Und das ist ja das, wo... Also sagen wir mal, der perfekte Vergleich wäre, die Mitarbeiter sind der Motor. Ja, und Geld ist der Sprit, um Absolut. Den Motor zu betreiben. Perfekt, das, ja? Genau das ist es, ja. Das heißt, so muss es aufgebaut werden. Und das ist auch, wenn man mal jetzt wieder in die Startup-Szene reinschaut, ist genau das, was dort stattfindet. Nämlich die Startup-Szene hat, oder generell jemand, der was gründet, der hat im Endeffekt erstmal ein Produkt. Der hat eine Idee, ein Problem, was er löst. Ja. Und der Immobilienmakler, der löst das Problem, dass Menschen Immobilien kaufen wollen, aber nicht finden oder suchen halt ja. eine Immobilie und andere, die sie verkaufen wollen. Und es wird auch immer Menschen geben und zwar genügend, die keinen Bock haben, sich damit zu beschäftigen, zu verkaufen selber ja. als Privatverkäufer. Und diese Menschen, die sind aber verwirrt, weil die eben diese unklare Positionierung der Immobilienmakler sehen oder nicht klar erkennen können, was ist denn eigentlich die Leistung des Immobilienmaklers? Ich möchte da vielleicht ein Beispiel noch zusätzlich, weil das, was du gerade sagst, finde ich sehr interessant. Ich habe gestern einen anderen Podcast mir selber angeschaut, wo das Thema Produkt auch, wo das besprochen worden ist. Und wo die Aussage auch ganz klar war, das Produkt, also die klare Positionierung in Bezug auf das Produkt ist viel, viel wichtiger als alles, was drumherum ist. Warum? Weil bei ihm ein konkretes Beispiel, was ich mir da angeschaut habe, ging es jetzt um, es war ein CEO, der sehr erfolgreich in Burgerläden hat, ja, also Essensläden. Und er meinte, ich habe mehrere Jahre geforscht, um den perfekt zu machen. Und das Produkt war so genial. Und dann haben alle Leute mir von außen gesagt, boah, jetzt muss dein Laden auch noch richtig geil gemacht werden und so weiter. Ich habe gesagt, nein, mach die Tür auf. Das Produkt ist perfekt. Das wird auch so klatsch. Das andere können wir danach machen. Ja, hat den Laden aufgemacht, einer der erfolgreichsten mittlerweile Franchises in Deutschland in Bezug auf Burger. Weil das Produkt klar war. Genau, exakt. Das ist ja auch der Grund, warum ich so viel Zeit investiert habe in die Dienstleistung, also in den Verkauf einer Immobilie und das einfach sexyste System aufgebaut habe, ja, die sexyste Methode entwickelt habe, wie man Immobilien verkauft, ja. So, und die funktioniert so cool, dass selbst erfahrene Immobilienmakler, die schon 15, 20 Jahre im Markt sind, ja, völlig verwirrt sind und es gar nicht checken, weil sie ganz anders gearbeitet haben in der Vergangenheit und es erst im Moment gar nicht nachvollziehen können, warum diese Methode so genial funktioniert. So. Und das ist genau der Punkt. Erstmal investiere Zeit in das, was du wirklich bist, was du sein willst und was dein Produkt ist. Also in dem Fall jetzt ja. die Dienstleistung. Ja, 100%. Ja? Unterschreibe ich. Genau. Und dann das auch mal dann machen, weil jetzt geht es ja weiter. Jetzt musst du die Leistung natürlich auch bringen. Ja? Und es ist tatsächlich dann auch erstmal egal, ob du von zu Hause startest, du musst Geld machen. Das heißt, du musst die Dienstleistung nach draußen schreien förmlich, ne? Also wirklich verbreiten. So, wenn du das machst, dann kriegst du Aufträge. Ja. Das kann nicht anders sein. Du kriegst Aufträge, das ist einfach so. Und selbst wenn du die ersten zwei Dinger umsonst machen würdest, ja, selbst wenn du es machen würdest, um einfach reinzukommen in den Markt, aber das wird schon so genial klatschen am Ende des Tages und da holst du dir den Sprit.
da holst du dir die Zapfsäule im wahrsten Sinne des Wortes, weil jetzt kommt Geld, ne, kommt Geld in die Pipeline rein, sozusagen. Du kannst investieren, kannst reinvestieren, kannst die ersten Mitarbeiter einstellen. Aber jetzt stell dir mal vor, jetzt musst du mal reinziehen, jetzt kommt ein neuer Mitarbeiter und jetzt musst du dem erstmal erklären, mit wie vielen verschiedenen Sachen du Geld verdienst. Der Mitarbeiter dreht doch schon durch. Der weiß doch gar nicht, wo er... kann es ja gar nicht anwenden. Ne? Also du brauchst... Die Person ist halt total... Also einfach nicht systematisch aufgestellt und somit kannst du auch niemanden da reinholen. Ist halt ein Piratenschiff, ne? Genau. Am Ende des Tages. Komplettes Durcheinander, komplettes Chaos, ja? Also du setzt das sauber auf, du konzentrierst dich. Und jetzt kommt übrigens die spannende Botschaft. Wenn du dich am Anfang klar fokussierst, konzentrierst, auf die eine Sache, zum Beispiel Wohnimmobilien, und die erstmal zur Exzellenz bringst, zur Meisterschaft bringst, dass das wirklich cool funktioniert, dass die Workflows laufen in deinem Unternehmen, dass du weißt, wie kommst du an die Kunden, ja, wie machst du die Aufträge, wie bewertest du vernünftig und der Cycle dann des Verkaufs. So. Und jetzt hast du eine Sache, die rund läuft und die dann auch von Mitarbeitern gemacht wird und rund läuft. So, und wo ist das Problem jetzt nachher zu sagen, okay, und jetzt haben wir so viel Potenzial aufgebaut und jetzt haben wir so viel Nachfrage auch bei unseren Kunden, bestehenden Kunden, Bestandskunden, dass wir unseren letztendlichen Lifetime Value, ja, oder ne, also den Customer Lifetime erhöhen können, indem wir sagen, okay, da kommen immer mehr Vermietungsangebote rein, da kommt jetzt immer wieder auch mal die Gewerbeimmobilie, da kommt der Bauträger, jetzt kannst du aber auf Abteilung für Abteilung, kannst Spezialisten, kannst Experten aufbauen, du kannst sie dir leisten und kannst das sauber Schritt für Schritt hochfahren. Ja. Ja, kein Mensch sagt, dass man nicht mal hier und da so ein Kollateralschadenumsatz macht, aber immer das System steht im Vordergrund und die Prozesse und die Abläufe. Yes. Und damit auch der Erfolg. 100%. Ich glaube, das waren gute Schlussworte. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da. Vor allen Dingen abonniert unseren Kanal, damit ihr kein Video mehr verpasst. Keine Folge mehr, keine Podcast-Folge, aber auch keine Content-Folge. Und hey, denk mal drüber nach, wenn du merkst einfach, Mensch, die zwei, die erzählen da wirklich ein paar schlaue Sachen, dann wäre es ziemlich cool und du auch was verändern willst in deinem Business, dann buch einfach ein kostenfreies Erstgespräch hier in der Infobox, hast du den Link dazu und wir sehen uns alsbald im persönlichen Gespräch. In diesem Sinne, alles Gute, bis dahin, ciao.